Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute wird es einen Food Haul geben. Ich bin bei meiner Mutter, also nicht an meine Küche, wie ihr sehen könnt. Ich war gerade eben bei Penny und bei Real einkaufen. Ich habe wirklich nur die eine Tüte hier, die ihr so ein bisschen sehen könnt, eingekauft. Mehr nicht. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, trotzdem ein Video zu drehen, um euch einfach zu zeigen, was ich eingekauft habe. Den einen oder anderen wird es interessieren. Ich weiß, dass viele meine Food Hauls unheimlich feiern. Und jetzt würde ich mal sagen, Alina hört auf zu quatschen, sondern ich zeige euch, was ich eingekauft habe. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, Leute, ich zeige euch das erste direkt, was ich schon probiert habe, aber mit euch nochmal probieren werde. So ein bisschen, weil das ausgelaufen ist. Und zwar habe ich mir von Latesso Macchiato so ein, ich hoffe, das heißt Macchiato, Macchiato eigentlich. Naja, das hier, die sind unheimlich teuer, 1,79 €. Hier vorne ist auch so ein Biskuit drin, also so ein Stück Keks. Der Kaffee soll wohl mega gut schmecken. Ich habe gerade eben an meinem Arm ein bisschen abgeleckt, weil der wirklich ausgelaufen ist in der Tasche. Mmh, sehr lecker. Ich muss sagen, der schmeckt sogar besser als der bei uns beim Bäcker nebenan in Moers. Lecker, wirklich. Aber 1,79 €, oh, ich weiß nicht. Dann habe ich hier einmal Real Käse mitgenommen. Reibekäse Gouda Jung fand ich sehr witzig, Leute, denn die Eigenmarke von Real ist Tipp, soweit wir wissen, ne? Das ist die Eigenmarke von Kombi. Kombi ist vermehrt eigentlich in Norddeutschland vertreten, aber ich habe tatsächlich Kombi schon in NRW gesehen. Also in der Nähe von Dortmund habe ich einen gesehen, sehr cool. Wusste ich so nicht. Naja, ich mache heute nämlich, wie heißt das? Kohlrabi-Lasagne, so, und habe die ganzen Zutaten dafür schon gekauft und dazu gehört auch Käse. Dann habe ich hier einmal 5 Tomätchen mitgenommen. Ich nehme die ja immer in diesem Plastikbeuteltütchen hier mit. Ich mag es einfach nicht, wenn die lose rumfliegen. Ich habe das schon so oft gehabt, dass ich dann gequetschte Tomaten, gequetschte Paprika, gequetschte Pfirsiche und so weiter hatte. Mag ich gar nicht, Leute. Aber ich verwende diese Plastiktütchen weiter. Also ich packe da meinen Müll rein, Restmüll und sowas und dann entsorge ich es. Vorher wird es benutzt. So, dann... Was haben wir hier noch? Dann haben wir eine Gurke und 2 Gurken. Hier sind die irgendwie total blöd. Ich habe aber keine besseren gefunden. Die sind total weich und weiß ich nicht. Hm. 2 Stück. Ich glaube, eins hat 69 Cent gekostet. Dann habe ich auf Wunsch von meiner Mutter 2 Soßen mitgenommen. Wo ist die zweite? Da. 2 Soßen mitgenommen. Einmal von Maggi. Ich habe extra Maggi genommen, damit Pascal nicht kein Maggi. Ja, ich habe mich hier für Rahmsoße zum Braten entschieden. Oder nein, zu Braten. Zweierpack. 89 Cent hat eine gekostet. Da und da. Es gab auch noch andere, aber ja. Ich wusste nicht genau, was ich mitnehmen soll. Meine Mutter hat gesagt, nimm helle Soße mit. Ich habe von Knorr welche gefunden. Da stand helle Soße drauf. Penny Eigenmarke habe ich jetzt nicht gefunden. Und Rahmsoße sollte eigentlich auch zu vielem gehen. Deswegen habe ich einfach Rahmsoße mitgenommen. Damit es halt Maggi ist. Was habe ich hier noch? Dann habe ich ja einmal Schweinefleisch mitgenommen. Schweinehackfleisch mitgenommen zum Braten. 30% billiger. Also bevor es weggeschmissen wird. Da gab es auch noch frisch, wenn man so sieht. Aber ich weiß, dass viele, wenn es nicht weggekauft wird, es einfach wegschmeißen. Es gibt viele, die spenden sowas auch zur Tafel. Naja, ich glaube, Penny, ich bin mir ja nicht sicher, macht Penny sowas? I don't know. Ich habe es jetzt einfach mitgenommen, es ist nämlich weg. Sonst ist das arme Tier umsonst in der Mülltonne gelandet. Ich wollte eigentlich frisch mitnehmen. Frisches Hackfleisch, frisches gemischtes Hackfleisch. Das Problem an der ganzen Sache war aber einfach nur, bei Real gab es nichts und ich wollte jetzt nicht in den dritten Laden noch fahren. Deswegen habe ich einfach das hier mitgenommen. Wobei ich das hier. Dann habe ich für die Lasagne dieses Knorr Kräuter Tomato al Gusto mitgenommen. Mag ich sehr, sehr gerne. Das wird dann ja mit Frischkäse zusammengerührt und dann als Soße benutzt. Super lecker. Dann für Pascal, solange wir die Tage hier sind, Tommy Delikatesse Mayonnaise. Er kann nämlich leider keine andere Mayonnaise ab, außer die er kriegt sonst, sind wir mal ehrlich, scheiße Ritis. Ja, ich weiß nicht, er verträgt einfach keine normale Mayonnaise. Das ist uns so oft schon aufgefallen. Es fing an mit, wie heißt das, Remoulade. Da haben wir das gemerkt. Remoulade kann er gar keine ab, auch nicht von Tommy die. Und dann fing das mit Mayonnaise an. Dann hat er auf einmal davon Bauchschmerzen bekommen. Und von der kriegt er einfach gar nichts. Ich weiß nicht, was Tommy da Gutes reinmacht, aber das verträgt er, ist nur wirklich sehr teuer. Und hält auch nicht lange. Also wie viel ist hier drin? 200 ml. Ich glaube, in der normalen sind 500 drin.
Dann habe ich ja als nächstes Philadelphia, aber auch im Angebot für 89 Cent. Es gab noch die Eigenmarke, da wäre mehr drin gewesen für 89 Cent. Also das wäre dann, glaube ich, 10 Cent teurer gewesen. Aber ich mag Philadelphia einfach viel, viel mehr. Es schmeckt mir einfach besser. Deswegen habe ich einfach das hier mitgenommen. Hier sind 175 Gramm drin. Ich will das heute auch für die Lasagne benutzen. Liebe ich, da kommt ja normaler Frischkäse rein oder Kräuterfrischkäse, aber ich hau dann immer Kräuterfrischkäse mit rein oder normalen Frischkäse und mach da ein paar Kräuter mit rein. Dann habe ich noch von der Philadelphia so leicht 11% Protein, maximal 3% Fett. Einmal das hier. War auch ebenfalls im Angebot. Ich glaube, ich habe es mit 79 Cent in der Erinnerung und die normale von Penny Eigenmarke hätte 89 Cent gekostet. Okay, man muss jetzt so überlegen. Man hätte jetzt von der Eigenmarke natürlich mehr gehabt. Aber geschmacklich hätte man hiervon auf jeden Fall mehr gehabt. Deswegen habe ich mich am Ende auch für Philadelphia entschieden. Und meine Mutter kauft das auch immer und liebt Philadelphia. So, dann kamen hier nochmal zwei Kohlrabi mit. Ich muss ehrlich sagen, die hatten diesmal voll die komische Form. Normalerweise sind die so ein bisschen flach. Die nicht, die sind eher so rund, wie so ein Ball. Naja, die habe ich einmal mitgenommen. Auch hier, die Tüte wird wiederverwendet, nicht weggeschmissen. Sehr toll, Alina. Und als vorletztes habe ich hier von Penny Creme Fresh Classic mitgenommen. 30% Fett. Ebenfalls für die Lasagne, die kommt oben dann drauf, bevor der Käse dann drauf kommt. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich hier zu viel gekauft habe. Es gab aber nichts Kleineres. Ich habe sonst immer das von Dr. Oetker, heißt das Oetker? Keine Ahnung, wie man das ausspricht, mitgenommen. Da ist immer ein bisschen weniger drin und da habe ich immer alles aufgebraucht. Aber das habe ich leider bei Penny nicht gefunden. Ist schade, Schokolade. Naja, muss jetzt das mithalten. Und als allerletztes, Tüte ist leer, habe ich dann nochmal Hähnchenschenkel mit Rückenstück frisch mitgenommen. Auch hier 30% weniger. Die habe ich aber jetzt nicht für uns mitgenommen, sondern für den Hund. Ja, Leute, jetzt sagen einige, wie, dein Hund kriegt Geflügel. Ja, unser Hund isst kein Hundefutter. Der hat mal ganz am Anfang Katzenfutter gegessen. Leute, keine Ahnung, was der für ein Problem hatte, aber der hat Katzenfutter gegessen, auch diese Katzenfutter-Sticks. Und mittlerweile, also eigentlich schon immer, er hat es nun gemischt damals mit dem Katzenfutter, ja, ist der Hähnchenschenkel. Meine Mutter macht das immer ein bisschen klein, rupft das, kocht das ab alles, rupft dem das alles in die Schale klein und das ist der. Der isst das sein ganzes Leben, wie gesagt, früher ein bisschen gemischt mit Hundefutterpastete oder Katzenfutterpastete heißt das, glaube ich. Hunde nicht immer, aber Katzen hat er eher gemocht, aber ja. Der wird jetzt 16, seit ich glaube 3-4 Jahren macht er das nicht mehr. Also wenn er das nicht zu essen kriegt, dann weigert er lieber und streikt und sagt, ich esse gar nichts. Dieser Hund isst halt vom Tisch. Also sagen wir so, alles was wir essen, isst er auch. Vor allem wenn man Fisch isst oder Bauchspeck, das ist so komplett seine Welt. Das kriegt er aber von uns alles nicht mehr. Im früheren Alter, also als er jung war, hat er das von uns immer bekommen. Jetzt ist sein Magen schon, sagen wir mal, alt. Er verträgt das alles nicht mehr. Er spuckt, er kriegt Durchfall. Und ja, bei Hundefutter kriegt er auch Durchfall. Das Einzige, was er super gut verträgt, ist wirklich Geflügel. Also, ja, keine Ahnung. Ich finde das nicht schlimm, wenn man einem Hund oder allgemein Tieren das gibt, was man selbst auch isst. Ich meine, früher gab es doch auch kein Hundefutter und kein Katzenfutter. So, wisst ihr, was ich meine? Ich denke da ein bisschen anders. Jetzt sind die Meinungen, glaube ich, gespalten. Nein, das ist total schädlich und keine Ahnung was. Jeder, wie er möchte, Leute. So Leute, wie ich gerade gesagt habe, es war wirklich ein kleiner Foodhaul. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Übrigens war ich noch beim Bäcker bei, wie heißt das? Hier in Cuxhaven. Ich glaube, das war Büsch. Ja, aber das müssen wir auch in NRW haben. Habe ich mir zwei Brötchen noch geholt. Pascal pennt eiskalt noch um diese Uhrzeit. Wir haben gerade 5:10 Uhr. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen Schnutis und auch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna.